2009 war sie selber im Dschungel und heute ist sie hier beim KRONE TV Live Talk, Christina Lugner. Und du wirst mit uns die Dschungelkandidaten ein bisschen analysieren. Ja, sehr gerne, liebe Sasa. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt so Dschungelcamp siehst? Auf RTL läuft es derzeit und du erinnerst dich so an deine Zeiten zurück. Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück. Übrigens, das war mein Erkennungst-T-Shirt. Bitte ruft jetzt an für mich. Hier ist die Nummer. Ich will weiter drinnen bleiben. Du willst wieder sagen rein. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, das ist auch der originale Dschungelhut. Wirklich? Gell? Ja. Sogar Souvenir mitgenommen? Der war, ja, durften wir mitnehmen. Der war auch gekennzeichnet damals bei der Ausgabe, damit es nicht verwechselt wird, weil jeder natürlich eine andere Hutgröße hat. Und, wie ja, mache ich mich schon, so im Dschungel? Das ist schon ganz cool, nicht? So. Upsi. Oh. Schau. Kein Problem. Übrigens war alles durcheinander da bei euch. Ja, wie geht's dir, wenn du das siehst, wenn du die Dschungelprüfungen siehst? Findest du noch grauslich? Weil uns als Zuseher geht es ja um, wir ekeln uns davor, das ist alles grauslich. Wir würden das selber nie machen, aber wir sehen gerne die Stars leiden. Schau, es ist natürlich sehr wohl so, dass die Macher dieses, also die Produzenten dieses Formates ITV für RTL, das müssen natürlich alle Sadisten sein. Mhm. Ja? Davon kann man mal ausgehen. Und ich darf bitte jetzt eines sagen, ja, und ich musste jetzt ein Konkurrenzprodukt in den Mund nehmen, weil der Kurier hat geschrieben jetzt in einer Kolumne und ich war wirklich echt empört darüber, dass das nicht im australischen Dschungel stattfindet, sondern Verschwörungstheorie in irgendeinem Studio irgendwo in Deutschland. So ist es nicht. Ja? Mhm. Der Kurier sollte hier wirklich besser recherchieren. Es ist wirklich absolut hundertprozentig authentisch, wirklich im Dschungel. Wir hatten keine Nahrung, wir hatten Schlafmangel. Wir sind allen Wettern, wetterungstechnisch sind wirklich allen ausgesetzt worden. Es war klimatisch, extrem heiß, es war extrem kalt. Ja. Alles, ja, extrem kalt. Es hat geschüttet. Mhm. Wir mussten schauen, dass das Lagerfeuer nicht ausgeht, sonst hätten wir kein Wasser abkochen können. Ich bin rausgegangen mit 44 Kilo, aber nicht, weil es so lustig war, sondern einfach, weil ich nichts zum Essen bekommen habe. Und das ist schon, man kann schon traumatisiert werden von dieser Geschichte. Das muss ich schon sagen, aber man weiß ja, auf was man sich einlässt oder auch nicht. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe keine Sendung vorher gesehen, was ein großer Fehler war, nachträglich betrachtet. Und jetzt sitze ich selber zu Hause, so angenehm, zu Hause auf der Couch, Schenkel klopfen und denke mal so. Und jetzt freue ich mich, wenn die Kader Lot, diese dumme Nuss, in die nächste Prüfung gewählt wird. Da sind wir auch schon eigentlich schon bei den Kandidatinnen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, eine Hanka Ragwitz, die bekommt, ich habe es mir hier notiert, 55.000 Euro. Ist jetzt für den Dschungel, es ist zwar viel Geld für normale Menschen, aber für den Dschungel geht es noch weit höher. Wir haben jetzt Gina-Lisa Lofink mit 180.000 Euro. Darf ich da etwas dazu sagen? Ja. Also ich sage jetzt einmal ganz einfach, dass ich diese Gagen hier, so wie sie kolportiert wurden, überhaupt von einem Management für deren Kandidaten bezweifle. Diese Gagen stimmen so nicht. Das ist ein Management, das einfach versucht, auch die Kandidaten, den Wert der Kandidaten quasi zu erhöhen. Mhm. Der Produktion kann es egal sein, weil Je teurer das da, desto besser wirkt es. Genau so ist es. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und es gibt ja auch Kandidaten, die hätten sogar noch was gezahlt dafür, wenn sie Geld gehabt hätten, um in den Dschungel zu gehen. Aber sie haben ja kein Geld, um in den Dschungel zu gehen. Aber die wären schon zufrieden, wenn es 10.000 Euro, wenn es 5.000 Euro kriegen, wären schon zufrieden. Fangen wir mit einer Hanka an. Ja, Die hat angeblich einige Phobien, also sie möchte nicht berührt werden, also das wäre für sie schon eine mittlere Katastrophe. Ich hoffe, jetzt stell dir mal vor beim Abklatschen, weil sie holt aus, ja. Und dann nicht mal mit dem ankommen. Also diese Phobien von ihr bezweifle ich hundertprozentig. Das ist nicht echt, nicht authentisch. Sie hat sich eine Rolle zurechtgelegt. Jeder braucht irgendeine Rolle. Ich war das Dr. Mausi im Dschungelcamp. Ich habe alle verarztet und habe mich ein bisschen auch um das soziale Wohl gekümmert der Gruppe. Und sie ist halt diejenige, die Phobien hat und will mit dieser Phobien Mitleid erregen. Also wenn sie die hat, dann tut sie mir sehr leid, weil das sicher kein einfaches Leben ist. Allerdings auch mir als ganz fleißige Dschungelseherin seit vielen Jahren ist natürlich aufgefallen, sie will manchmal jemand berühren und dann fällt ihr ein, ach, ich mag ja gar nicht berührt werden und zieht die Hand zurück und das ist ein bisschen auffällig, oder? Und das ist unecht, schlicht und einfach. Ja. Da sieht man einfach, dass sie, das ist es ja auch, man versucht eine Rolle zu spielen und die kannst du nicht immer spielen, diese Rolle, weil irgendwann fällt dann einmal die Fassade und du solltest halt schon halbwegs authentisch sein, weil irgendwann kommt dann einmal raus, dass du einfach wirklich nur geschauspielert hast und das wollen die Zuseher sicher nicht sehen. Nächstes Thema. Kader Lot wird von einer Dschungelprüfung in die nächste gewählt. Alle wollen sie unbedingt leiden sehen. Spielt sie das Dummchen oder ist sie dumm?
die Kaderlot ist doof wie eine Nuss. Man muss ja alles wirklich 10.000 Mal erklären und sie kapiert es noch immer nicht. Ich dachte mir, dass das eine Masche ist. Es wäre ziemlich klug, weil sie sicher viele Anrufe so bekommt. Na, also sie ist einfach wirklich dämlich. Entschuldige, sie ist einfach wirklich dämlich. Und sie wird auf jeden Fall sehr oft, das wage ich jetzt schon zu prophezeien, von den Zusehern in die Dschungelprüfungen gewählt werden, weil man will sie leiden sehen. Man will einfach sehen, wie sie sich abquält. Ja, ich würde sie auch wählen, ja, aber ich rufe nicht an, ja, aber man will sie leiden sehen. Sie muss leiden. Und jetzt stell dir mal vor, Kaderlot, Sarah, Joel, Chanel oder wie auch immer sie heißt und Gina Lisa. Ja? Stell dir mal vor, die drei im Biotop. Ja? Das ist Tittensuppe. Nein, wirklich, das ist Tittensuppe. Und jetzt stell euch einmal vor, diese Lippenimplantate, diese Brustimplantate, alle auf einmal, super GAU. Ja, die explodieren. Jetzt stell dir mal vor, David Hasselhoff wäre da auch noch dabei. Der braucht gar keine Rettungsboje mehr. Er hat nur mehr diese Silikonimplantate da drinnen. Bilder, die hier entstehen, die produziert werden. Wahnsinn. Echt, also ich finde, dass wir Christina Lugner zur Produzentin der Sendung hochheben sollten. Ich würde mir das, glaube ich, den ganzen Tag lang ansehen. Nochmal zu Kaderlot. Glaubst du, ist sie eine Kandidatin, die irgendwann aufgibt? Sie hat ja jetzt schon immer geschrien, ich kündige, ich will raus. Das ich kündige war überhaupt lustig. Ja? Die nicht einmal kapiert, das heißt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja? So, ich sage einfach, bitteschön, ich kündige. Wo kann man hier kündigen, bitte? Also das allein, muss ich ehrlich sagen, das deutet auf einen gewissen Intelligenzquotienten hin, den man nicht einmal mehr erfassen kann, so tief. Christina, ich hatte noch nie so eine lustige. Echt? Ich bin aber eine Lustige. Wirklich, ich kann sehr lustig sein. Gebt mir ein Gläschen Rotwein, ich bin sehr lustig, gebt mir zwei Gläschen Rotwein, ich tanze hier auf dem Tisch. Wunderbar, wo ist der Rotwein? Versuchen Sie mal weiter mit der Sarah Joel. Ja. Ich dachte, dass das eine ziemlich unkomplizierte, lustige ist. Mhm. Ist momentan viel auf Sexmessen unterwegs. Mhm. Hat sich aber als absolute Zicke herausgestellt. Ja, möglicherweise. Das sind ja alle so Trash-Figuren. Sie ist ja auch eine totale Trash-Figur. Ich meine, kanntest du sie vorher? Nein. Also ich kannte sie vorher nicht. Und ich wage auch zu behaupten, dass man sie nachher wahrscheinlich auch nicht wirklich lang kennen wird. Mhm. Das wird sie irgendwann totlaufen. Ihr Modell als Sarah Joel, was auch immer sie ist. Also ich sage jetzt das Ding, weil man kann sie nicht wirklich irgendwie festmachen. Mhm. Ja, das Ding aus dem anderen Land. Ja, keine Ahnung, wie sie punkten wird. Man wird sie sehr oft nackt sehen, ganz sicher. Die Frage, aber dieses, dieses Streit vom Zaun brechen, glaubst du, ist es ihr Kampf auch um Sendeminuten? Natürlich. Man muss interessant bleiben, in welcher Weise auch immer. Wenn man jetzt sonst kein Modell hat, dann geht man immer als Zicke dort hinein. Mhm. Und dann zickt man immer ein bisschen rum. Und diese Modelle hat sie auch schon gegeben von diesen Trash-Girlies. Es ist halt nur die Frage, wie sie dann eben weiterkommt. Vielleicht plant sie ja auch mit Mark Terenzi zum Beispiel so ein Pärchen zu bilden. Ja, aber der war ja schon mit Gina Lisa zusammen. Genau so ist es. Vor 10 Jahren, ja. Nach 10 Jahren, da gibt es aber dann nichts mehr. Also ich spreche davon Erfahrung, ja. Wenn ich jetzt 10 Jahre danach jetzt noch auf Richard treffe, dann... Da läuft nichts. Da läuft auch nichts, ja. Also 10 Jahre, das ist schon wirklich sehr viel. Also da ist dann schon so ziemlich einiges abgeflaut. Abgesehen davon fällt mir jetzt ein, Daniel Hartwig hat in der ersten Sendung gesagt, das war so ungefähr nach der ersten Sendestunde, auch wie auch Ex-Kandidatin Mausi ja bereits weiß, aus vergangener Zeit noch mit ihrer Ehe, die erste Nacht ist immer die schlimmste. Ja, da hast du auch wieder deine Sendesekunde gehabt, eine Minute gehabt. Ganz schön, wie unser Ressortchef der Norman Fans uns gerade den Rotwein hineinbringt. So. So, ich trinke aber nicht auf Sendung, das vertrage ich auf später. Mark Terenzi, bin ich total überrascht. Ja. Der stellt sich so als Helfer dar und also Action und Muskeln und ist eigentlich total sympathisch. Ist er ein Gewinner der Sendung? Er ist sympathisch, er hat eine samtene Stimme, ist vielleicht ein bisschen eine Dumpfbacke. Der sein Gehirn mehr vielleicht in die Muskeln verpackt hat, aber er ist eine Liebe, ich sage jetzt einmal, er ist eine liebe Dumpfbacke. Mhm. Ja. Er tut mir irgendwie leid, weil er doch sehr viel schon erwirtschaftet hat und das alles im Sand gesetzt hat. Mhm. Also das hätte nicht sein müssen, wenn er ein bisschen Grips gehabt hätte, aber so will er das, er war mit der Sarah Connor auch. Ja, ja, ich meine, da haben die schon, ja eben, und die haben schon richtig abgecasht und deswegen verstehe ich nicht, wie man einfach
Drogen. So nicht, hat ja, er ja auch zugegeben. Okay, Drogen, ja. Wie man so nicht wirtschaften kann, das verstehe ich überhaupt nicht, wie man so absolut unkaufmännisch denken kann. Aber so ist es eben jetzt. Er hat jetzt nichts, zieht quasi blank im Dschungel, wird auch im Dschungel noch blank ziehen. Also die Frauen freut jetzt sich sagen, ja. Aber sicher doch, den kleinen Mark zu sehen, ja. Oder den großen. Ja, oder genau. Wenn er so die Dschungeljane dann schwingt, je nachdem. Glaubst du, ist er ein Kandidat auf den Thron? Mark könnte ein Kandidat auf den Thron sein. Es sind nämlich meistens dann doch die Sympathieträger, ja, und nicht die Zicken. Ja, das stimmt absolut. Die Zicken kommen zwar schon weiter, aber auf den Thron möchte man sie auch nicht sehen. Bis auf, und das habe ich bis heute nicht verstanden, Desiree Nick. Ich habe das Modell von ihr wirklich bis heute nicht verstanden, weil sie wirklich eine bösartige Frau ist und sie hat nichts Herzliches und nichts Liebes und nichts Soziales, nichts Warmes, ja. Und das habe ich wirklich nicht verstanden, warum sie so weit gekommen ist. Aber gut, das war halt so. Unser quasi Österreich-Export Florian West erlebt ja in Wien. Bei ihm ist das so, ich habe schon privat mit ihm gedreht, also privat für Krone gedreht mit ihm und ihn privat so kennengelernt. Der ist eigentlich ein sehr netter. Der kommt in der Kamera aber eiskalt wie ein Eisbrocken rüber. Ist er da falsch beraten? Also ich sage auch jetzt, dass er ein eiskalt berechneter Mensch ist. Er wäre auch einer, der wirklich etwas gezahlt hätte, wenn er die Kohle hätte für das Camp. Er wollte schon die letzten Jahre hineingehen. Und ich behaupte, ich wage auch jetzt zu behaupten, dass seine Drogenbeichte, die er gemacht hat, einzig wirklich nur aus Kalkül gemacht hat, um Mitleid, weil Sympathieträger ist jetzt nicht so sehr, um mit Mitleid ganz einfach zu punkten. Überlegt man sich im Dschungel, wann man was auspackt, um zu wissen, wann bekomme ich meine Minuten? Ich wage auch hier zu behaupten, dass das Management ihm auch vorgegeben hat, quasi, dass das Management seinen Klienten vorgegeben hat, du spielst jetzt die Rolle und du spielst jetzt die Rolle, quasi so auf den Leib geschnitten. Also das glaube ich schon. Seine Busenfreundin im wahrsten Sinne des Wortes, Gina-Lisa Lofink, auch mit dabei, angeblich die höchste Gage. Gut, sie kann es auch vertragen, weil sie ist ja zu einer Strafzahlung verurteilt worden. Ja. Auch sie gibt sich eigentlich sehr sympathisch, sehr bodenständig. Ist das dieser Imagewechsel, den sie jetzt auch einfach zeigen möchte? Sie hatte ja diese Vergewaltigungsgeschichte hinter sich, wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also 2016 gibt es nochmal ein Gerichtsverfahren. Sie hatte die ganze Frauenbewegung inklusive alle Schwarze hinter ihr stehen. Ich persönlich sage jetzt einmal als Außenstehende dazu, für mich war das Ganze nicht glaubwürdig und zwar von Anfang bis zum Ende total unglaubwürdig und ich habe das alles so, wie das abgelaufen ist, bei Gericht wirklich nicht nachvollziehen können. Sie als Person, die auch bereits ihre Privatsphäre öffentlich begraben hat, verstehe ich auch nicht, weil sie hat sich ja so alteriert darüber. Und dann geht sie noch im Dschungel und hat sich darüber beschwert, dass sie keine Privatsphäre hat. Also das ist. Was hältst du von dem Gerücht, Nico Schwanz, der beste Freund vom Hani, unserem Germany's Next Topmodel, Beiwerk nenne ich es jetzt mal, hat gemunkelt, also er glaubt schon, dass zwischen denen beiden was laufen könnte. Ich glaube nicht, dass wenn jemand einen Vergewaltigungsprozess hatte, dann auch noch Sex vor der Kamera haben wird. Also Nico war ja mein Dschungelpartner, war ja mit mir, er war der schönste Schwanz quasi in meinem Dschungelcamp. So heißt so Nico Schwanz, also was soll man sagen, ja? Wie man sagt, der schönste Schwanz im Dschungelcamp. Wie auch immer, dass die beiden ein Pärchen bilden, ist für mich nicht echt. Zum einen hat Gina-Lisa einen Partner, ich finde es auch nicht... ich finde es auch nicht sehr positiv von ihr, dass sie quasi ihren Partner dann auch wirklich so quasi dann vorführt und bloßstellt. Ja. Genau, das macht man einfach nicht. Das ist ein absolut negativer Charakterzug, nur um Aufmerksamkeit Wem zu erlangen. Wem hilft dieses Gerücht? Naja, beide Nico natürlich. Schwanz, weil er ein paar Minuten bekommt wieder auf irgendeinem Sender. Oder Hani, weil er sich ins Gespräch bringt. Gina-Lisa bringt ja eigentlich nichts. Also die beiden haben sich ja schon angenähert, also Gina-Lisa und Hani eben, sie haben sich sehr wohl angenähert, was sicher vorher abgesprochen war, sage ich jetzt einmal. Nico bringt sich da natürlich auch wiederum mit ins Spiel, um auch wiederum Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, keine Frage. So gesehen profitieren alle drei davon. Und natürlich, wenn man jetzt als Rolle hat, ja, ein Liebespärchen zu spielen, dann ist das Publikum auch gespannt, was sich dann noch alles so im Schlafsack auf der Pritsche dann noch so abspielt. Also das ist schon eine Strategie, die aufgehen könnte, dass sie sehr, sehr weit kommen, beide nämlich. Weiter geht's mit Markus Majowski. Und bei dem hatte ich kurz
ja, den Gedanken, ob da vielleicht eine Schizophrenie nicht diagnostiziert worden ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der ist in der Kamera total lieb und er ist ein guter Mensch und er hat sich gefunden und ist jetzt gesettelt, geht aber wegen der kleinsten Kleinigkeit an die Decke, wird zur Zicke. Was ist sein wahres Ich? Was ist gespielt? Also, er ist auf jeden Fall mal trockener Alkoholiker. Das war aber auch eine Geschichte, die hat die Produktionsfirma nicht einmal recherchiert. Das war ja ganz komisch. Das war ganz eine komische Geschichte. Das war eine Dschungelprüfung, ja, da genau war so etwas es, fermentiert. Ja. Bei Fermentationen steht Alkohol. Er hat gesagt, ich kann das nicht essen, das ist für mich tödlich. Ich bin trockener Alkoholiker. Mhm. Die Moderatoren waren ein bisschen baff, also das wusste absolut anscheinend niemand. Ja. Und du wirst ja auch vorher, du bist ja vorher bei allen möglichen Ärzten, du musst ja auch alles angeben, ja? Was du eben für quasi Fehlstellungen oder was irgendwie bei dir nicht so richtig läuft. Du musst doch alle Phobien angeben oder was auch immer. Und das hätte man natürlich wissen müssen. Es ist grob fahrlässig. Ja? Weil du wirst ja sonst von Prüfungen ausgeschlossen. Mhm. Kader Loh zum Beispiel war von den ersten zwei Prüfungen ausgeschlossen und von Dr. Bob nicht zugelassen. Ich nehme mal an, es war bei ihr ein Rückenproblem wegen der Statik von vorne, dass es nicht passt irgendwie. Wahrscheinlich wäre sie umgekippt oder so. Aber man wird dann eben von Prüfungen ausgeschlossen. Also so ist es schlicht und einfach. Hanni hatten wir ja kurz besprochen. Ja. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Was mich persönlich interessiert, darf man Medikamente mitnehmen in den Dschungel? Wenn du Medikamente, du darfst nichts mitnehmen, aber wenn du Medikamente benötigst, dann bekommst du diese immer reingeschickt. Also du bekommst die mit der Essenslieferung. Ist es dann eben mit reingeliefert und dann musst du die eben dann so, wie es vorgegeben ist. Kann ich mir vorstellen, dass eine Hanke aber mit ihren Zwangsneurosen ja sicher Medikamente bekommt oder wahrscheinlich. Trotzdem wirkt die sehr labil. Gespielt oder echt? Absolut gespielt. Sie hat keine Zwangsneurosen. Das ist eine Masche von ihr, mit welcher sie punkten möchte. Das ist nicht echt. Von wem würdest du jetzt mal ausgehen? Ich meine, wir hätten ja theoretisch noch vier Kandidaten. Ja. Eine Nicole Mierz, die bislang noch kein Wort gesagt hat, die wird genauso in Vergessenheit geraten, kann nur jemand, der bekannt war. War sie nicht, also können wir sie beiseite legen. Ein Thomas Hesler, unser Weltmeister, der Deutsche, Fußball-Weltmeister. Der Einzige, sympathisch, aber ja, sympathisch, und es kommt ihm natürlich zugute, dass er einen Teamsport eben gefrönt hat, und als Fußballer musst du Teamplayer sein, weil das Team muss einfach weiterkommen. Das könnte ihm natürlich im Camp helfen, weil du musst aber einfach Teamplayer sein. Aber der braucht mehr Sendeminuten. Also wenn der Dschungelkönig werden möchte, da muss noch mehr her. Ja. Fräulein Wenke kann man genauso einstweilen vergessen, wie unseren Mallorca Jens. Mal sehen, ob die nächsten Wochen sich bei denen mehr tut, ob und die das mehr Sendezeit bekommen. Das siehst du mal bitte, wie das retuschiert wurde. Also ich meine, das ist ja unglaublich. Ja, das ist ja Falkengebirge, was da drinnen sitzt. Aber gut. Was war denn dein Schockmoment bislang? Deine größte Überraschung? Naja, Schockmomente gab es da schon einige. Also die nackten Tatsachen so entgegenzusehen, das waren schon einige Schockmomente. Die ganzen Tattoos von Gina Lisa zu betrachten, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen bitte. Das ist ja echt unpackbar, unfassbar. Es gibt ja einige viel Tätowierte da drinnen. Wir hatten ja auch die Diskussion, ob Hanka in den Fluss gepinkelt hat. Hat sie oder hat sie nicht? Sie sah sehr konzentriert aus. Wird auch nicht zur Phobie passen, wenn man in eine Hose pinkelt. Ja, absolut. Ja. Ist aber strengstens verboten. Ja? Also das unterschreibst du auch im Vertrag. Ja? Das ist ja auch so eine ganz grausige, das muss ich jetzt wirklich erzählen, weil es ist zwar nicht so ladylike, aber wirklich diese Dschungeltoilette ist, also wir sagen jetzt Plumpsklo dazu. Und es ist ja auch für alle gleich, ja, weil jedes Dschungelcamp, das amerikanische, das asiatische, sitzen alle im selben Camp. Ja. Also das wird immer quasi eben vermietet für jedes Land, für die Sendezeit eben. Und diese Dschungeltoilette, die ist wirklich exakt so tief. Ja. Das ist nur so tief und so breit. Ja. Es gibt keine Türe. Es gibt einen Vorhang, der ist aus braunen Leinen. Warum sie die Farbe braun gewählt haben, weiß man dann, wenn man mal drinnen war im Camp. In der Nacht gehst du mit so einer Petroleumleuchte, begleitet mit wem anderen, du darfst dir nie alleine gehen, begleitet wie man anderen, gehst du hinein, dann stellst du die Leuchte hin, dann siehst du, wie viel Getier sich da herumtummelt, weil die scheinbar von diesen Gerüchen und von diesen unglaublich unhygienischen Dingen da angezogen. Es ist wirklich grausig. Ja. Es ist wirklich, wirklich grausig. Dann dieser Behälter, der unten ist, muss jeden Tag entsorgt werden. Das muss dann verschlossen werden, weggezogen werden. Dann kommt ein neuer Behälter hin. Ja, aber das sind die Bedingungen dort. Ja. Und das glaubt ja niemand. Ja. Vor allen Dingen die Leute vom Kurier haben das nicht geglaubt. Und das ist nämlich eben die Sauerei. Ja, weil Stichwort, wir haben wirklich gelitten dort. Hygiene, aber keine Frau hat unrasierte Beine und
Bikini-Zone. Rasierer sind anscheinend kein Luxusartikel, den man extra mitnehmen muss, die sind vorhanden. Rasierer haben wir, also wir haben sehr wohl gehabt eine Seife, die aber keine Seife war. Ja? Das war alles andere, nur keine Seife, weil sie doch nicht geschäumt oder so. Die Australier haben ganz, ganz, ganz strenge Umweltauflagen. Ja? Also die Seife war keine wirkliche Seife. Es gab sogar eine Art Deo, das aber kein Deo war. Ja? Also das war gar nichts, das war wie wenn Luft rausgekommen wäre. Rasierer gab es auch. Also Deo, Rasierer, ja. Seife. Es gab auch eine umweltverträgliche Zahnpaste und eine Zahnbürste. Das war aber alles wie wenn das nichts. Na, die Haarbürste war schon ein Luxusgut. Sonnencreme, Hanke hat schon einen Sonnenbrand. Wir haben gehabt auf jeden Fall ein Insektenmittel, also ein Moskitomittel. Mhm. Das war aber so, wie soll ich sagen, das war so eklig vom Geruch her. Das hat eigentlich niemand benutzt von uns. Das war wirklich ekelhaft. Und Sonnencreme? Sonnencreme hatten wir. Die war aber auch sehr umweltverträglich. Okay, gut, dann muss sie sich besser einschmieren. Eine letzte, allerletzte Frage noch. Wer wird Dschungelkönig? Wer wird Dschungelkönig? Ist natürlich eine äußerst, äußerst schwierige Frage. Der Wein. Ich plädiere für dieses gute rote Tröpfchen hier. ich tippe wahrscheinlich Marc Terenzi. Ja, Marc hat auf jeden Fall gute Chancen. Würde ich auch bei den Buchmachern eher weit vorn sehen. Er ist schon ein Sympathieträger, weil er einfach auch. Er ist jetzt nicht so allglatt wie Handy. Wir Frauen mögen auch keine allglatten Typen. Wir stehen mehr ein bisschen auf das Urige. Ja. Und er ist schon ein bisschen mehr so der Tarzan-Typ. Also ich tippe auch auf Marc. Wunderbar. Wir werden sehen, ob das wirklich so sein wird. Nächsten Samstag ist nämlich schon das Finale. Also ich komme zu denen danach. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Aber sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und vielen lieben Dank fürs Zusehen.